Er gründete 1972 die rechtsextreme Partei Front National und trat in Frankreich fünfmal im Präsidentschaftswahlkampf an. Nun steht Jean-Marie Le Pen unter der Vormundschaft seiner Tochter Marine Le Pen. Die rechtspopulistische Politikerin wurde zur gesetzlichen Betreuerin ihres Vaters ernannt, wie dessen Anwalt mitteilte. Grundlage dafür ist demnach ein medizinisches Gutachten, wonach der 95-Jährige seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Damit wird es unwahrscheinlich, dass sich Jean-Marie Le Pen wie vorgesehen im Herbst vor Gericht verantwortet. Dem Parteigründer, seiner Tochter Marine sowie 25 weiteren Menschen wird die Veruntreuung von EU-Geldern vorgeworfen. Marine Le Pen bestreitet die Vorwürfe. Seit ihrer Übernahme der Parteiführung 2011 benannte Marine Le Pen den Front National in Rassemblement National um. Sie distanzierte sich zunehmend von ihrem Vater. 2027 will sie zum vierten Mal bei der Präsidentschaftswahl kandidieren. Sie liegt in Umfragen derzeit vorn. Amtsinhaber Emmanuel Macron kann laut französischer Verfassung nicht direkt wieder antreten.